So, hallo Leute, time to frack. Time for Soul Scathe oder so ähnlich. Kurz vorab, bei mir findet ihr zu gut 95% VR-Gaming, irgendwelche Let's Plays oder Spiele, die ich für euch ausprobiere, alt und neu. Und 5% Erklärbär-Videos. Heute dieses Soul Scaze. Offenbar ein Ein-Mann-Unternehmen, was hier eine Art Dungeon Crawler umgesetzt hat. Nur einen kurzen Blick werfen auf. Ja, alles klar, ihr seht alles gut. Dem Spiel will ich eine Chance geben. Und zwar klang das alles in den Beschreibungen sehr positiv. Auch die Videos waren gut. Auch der Entwickler hat das Ganze sehr positiv rübergebracht. Darum, wir testen das Ganze mal. Snap-Turns, Muse Direction, Right Hand. Wir fangen einfach mal an. Deity. I'm afraid you've been deceased for some time. I took it upon myself to resurrect you, but in your current state, you are in dire need of training. Come, let's get you up to speed. Also Fingertracking hat das Spiel nicht. Use can click the button meter and crouch. Okay, ah, alles klar. Mit B duck ich mich. Ja, grafisch sieht das Ganze nicht umwerfend gut aus, aber ordentlich. Ja, Texturen sind teilweise ja, ein bisschen grob, aber in This Ordnung. sword lays deep within the stone. Trust yourself and pull it out. Okay. It's a bit rusty, but it will have to do. Let's find some space to start your training. Mit dem linken Thumbstick bewege ich mich, ne? Man kann das Schwert loslassen, dann fällt es hin. Do not cower. Face them straight on. I shall conjure your opponent in a weakened state to start you off. And if you falter, I will heal your wounds. Okay. Okay. Press A button to open the spellbook.
Okay, hier ist ein bisschen erklärt, was was ist. Gut. Ja, was mache ich denn jetzt? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, was ich hier machen soll. Aha. Okay. Und jetzt? With no spell slots highlighted, you can view spells description by tabbing spell icon. Okay. Das habe ich so nicht verstanden. Press the analog stick to open your spell wheel and select the fireball spell, which can be cast using the trigger button. Okay. Das klappt aber noch nicht. Warum nicht? Ich hatte den schon mal in der Mitte. Komisch. Okay. Ach, hier. Now not only can you shoot fireballs, you can perform a fusion dual cast. Cast the spell at each hand and combine them together in the middle to form something new. Warte mal, ist hier? Ja, gleich. Inside these dungeon walls for so long.
Meet me at the not far from here. You'll know how to get there. Just follow the path onward. I'll be seeing you. Okay, auf jeden Fall bewegungstechnisch kann ich das Spiel sehr, sehr gut vertragen. Ja, ich habe sowieso keine Probleme. Press the trigger button to open. Mit den Bewegungsabläufen in der VR. Nett gemacht. Naja, also perfekt ist das Spiel mitnichten. Wie gesagt, die Texturen sehen hier auch an der Wand sehr, sehr platt aus. Aber wenn das hier eine Ein-Mann-Entwicklung ist, dann kann ich aber nur sagen, Respekt. Ups. Da habe ich wohl nicht richtig zugegriffen. Lasst den anderen erst los, wenn ihr ganz sicher gegriffen habt. Sonst landet ihr nicht da, wo ihr hin wollt. Das war fies, ne? Das verstehe ich jetzt nicht. Entweder ist das Spiel sehr empfindlich, weil ich habe definitiv noch gehalten, oder er hat es nicht vertragen, dass ich so weit auseinander gegriffen habe. Das kann natürlich auch sein, ne? Hier. Ne, das haut auch nicht hin. Ja, man braucht ein bisschen Geduld, ne? Das Spiel, ich glaube 16 Euro, ne? Für ein Early Access. Ja. Ist für einen VR-Titel. Ja, ist halt so, ne? Ein verhältnismäßig normaler Preis.
Jetzt machen wir es mal ganz vorsichtig, ne? Damit ich nicht nochmal runterfalle. Man kann also nicht springen. Grundsätzlich hat man natürlich hier wieder so ein bisschen das Problem, hey, ich bin Alyx versaut. Und gegen Alyx ist das hier natürlich, puh, ...2016er Kram, ne? VR-Kram. Kletterparcours. Ach, der Trigger. Sowas. Okay. Nächste Halle. Hinten. Also erstmal grundsätzlich sieht das von den Schwarzwerten her gut aus. Da kann man sich, nicht beschweren. Was war das? Absolute power and knowledge. From here, you can increase your abilities and traits. But that is not its only purpose. As you venture deep into the nearby dungeons, you will find more dungeon souls. I want you to absorb them for me. Your revival has tied us together, so this central dungeon soul shall grow more powerful, and in turn weaken Glarth. When you are ready to face him, you can find the entrance to his lair atop the stairs. I'd recommend you get stronger before that. Make use of everything Miss Chamber has to offer. Take a look around for weapons and spells and training dummies. The path begins now, Valiant Returner. Okay, also das ist hier meine Home-Ecke.
Und die Treppe hoch geht's wieder zu dem Golem, so wie ich ihn verstanden habe. Wenn ich bereit für ihn bin, dann möge ich da lang gehen. Da hochgehen. Das hat so ein ganz bisschen was von Hellsplit. Nur, ja, natürlich längst nicht so, längst nicht so grafisch ausgefeilt und auch vom Schwertkampf her nicht so gut umgesetzt, aber durchaus ansprechend und okay. Gut, und scheinbar kann man hier jetzt in irgendwelche Dungeons rein und ein bisschen crawlen gehen, um seinen Charakter ein bisschen zu pimpen, besser zu werden, seine Stats zu erhöhen und es dann irgendwann mit diesem Endgegner aufzunehmen. Grundsätzlich gut, also eine gute Idee, guter Ansatz. Ich bin nur noch ein bisschen unsicher, ob ich Bock habe auf das Spiel. Dazu müsste ich ein bisschen spielen, ne? Das werde ich tun, aber nicht mehr heute. Ich mache da auch kein Let's Play draus oder so. So rasant geil scheint es mir nicht zu sein, aber ich möchte wenigstens noch ein bisschen in die Dungeons hineinfühlen und schauen, was mich erwartet. Gut, in diesem Sinne, ich verabschiede mich. Für einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, für ein Abo sowieso. Mein Fazit zu dem Spiel bekommt ihr, ich tippe mal, nach dem nächsten Video. Bis dahin.